Hallo Herr Dr. Landau, danke, dass Sie sich für das kurze Gespräch etwas Zeit nehmen. Gerne. Was jetzt ansteht in unserer Gesellschaft? Wir haben die Pandemie seit eineinhalb, fast zwei Jahren. Die erste Antwort ist ja auch eine Frage der Solidarität. Wenn ich zurückdenke an den ersten Lockdown, da war die Solidarität, so eine habe ich in Österreich oder in Deutschland, ich komme auch Deutschland, in diesem Maße noch nie erlebt. Das hat sich jetzt nach eineinhalb Jahren sehr gewandelt in eine gespaltene Gesellschaft. Wie kann man dem entgegenwirken? Ich glaube, wenn man so die zeitliche Erstreckung ansieht, dann hat es einer unserer Hausleiter sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, am Anfang ist die Phase der Kreativität. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren tatsächlich wirklich sehr, sehr kreativ und viele, viele Menschen in der Gesellschaft haben sich engagiert. Und am Ende ist die Phase der Disziplin. Jetzt braucht es, auch wenn es allen schon auf die Nerven geht, Disziplin. Was ich gelernt habe aus der Geschichte der Caritas, auch diese Krise wird zu Ende gehen. Es wird der Tag kommen, wo die aktuelle Krise hinter uns liegt, wie eine andere Form von Naturkatastrophe. Und wir sollten an diesem Tag sagen können, wir haben unser Bestes gegeben, gemeinsam. Und für diesen Zusammenhalt, aber auch für diese Zuversicht werben wir, auch als Caritas. Sie haben gesagt, da muss man vieles überwinden und zusammenhalten. Wie schafft man das in Zeiten wie diesen, dass man hier diesen Zusammenhalt in einem ja, ethisch und moralisch korrekten Sinne bewältigen kann? Ich glaube, die Wahrnehmung ist entscheidend. Wir sind nicht alleine in den Bemühungen, sondern als Caritas sind wir oft an Orten, wo viel Not ist, auch Leid. Aber es wäre falsch, es nur in einer Abfolge von Krisen oder als Orten von Leid zu beschreiben, sondern wir sehen zugleich, wie viel an Solidarität und der Nächstenliebe auch an diesen Orten erfahrbar ist. Was mir Zuversicht gibt, ist, ich weiß, dass auch heute Abend wieder Menschen für andere unterwegs sein werden, in Suppe verteilen, warme Schlafplätze zur Verfügung stehen. Ich weiß, dass 24 Stunden am Tag Menschen in der Einsamkeit nicht alleine gelassen werden, dass Menschen mit Behinderungen Möglichkeiten erhalten, ihre Begabungen und Stärken zu zeigen. Viele, viele Tausende, Zehntausende engagieren sich Tag für andere. Und ich habe daraus zwei Dinge für mich mitgenommen. Zum einen, die Menschen selber erzählen, wie viel ihnen das bedeutet. Sie sind auf diese Weise ein Stück weit auch Botschafterinnen und Botschafter der Botschaft, dass zu einem geglückten Leben diese Aufmerksamkeit füreinander wesentlich ist. Das heißt, es verändert das Leben anderer Menschen, sich für andere zu engagieren, aber es verändert auch das eigene Leben ein Stück weit zum Guten. Und das Zweite, das ich daraus wahrnehme, ist, in all diesen vielen, vielen Freiwilligen, in den vielen, vielen Hauptamtlichen, in den vielen, die kommen und sagen, ich kann einen Beitrag leisten, zeigt sich dieses Potenzial an Anständigkeit, das in unserer Gesellschaft steckt und der Möglichkeit nach in jeder und jedem Einzelnen, dass auch wir einen Beitrag leisten können, um Wirklichkeit zum Besseren zu verändern. Dabei darf man, wie Sie gesagt haben, so schön die Schwachen nicht vergessen, die Klientel der Caritas sind sehr oft stammen sehr oft aus den Rändern der Gesellschaft oder sind beeinträchtigte Menschen, wobei Sie auch gesagt haben, behindert ist, wer behindert wird. Wie glauben Sie, müsste sich die Gesellschaft ändern in diesen Punkten, die ja alle drei Schlagworte betrifft, um eben diese Schwachen, diese beeinträchtigten Menschen nicht vom Rand der Gesellschaft wieder in die Mitte zu holen, unter uns zu holen? Ich habe gelernt, Veränderung fängt mit dem Hinsehen an. Und Veränderung geschieht oft im Kleinen mit einzelnen Menschen.
Menschen, die hinsehen und nicht wegsehen und die sich von dem, was sie sehen, auch innerlich anrühren lassen. Und ich habe auch gelernt, das Gute breitet sich aus. Es ist wie ein Stein, der ins Wasser geworfen, auch wenn er klein ist, weite Kreise zieht. Das macht mich insgesamt zuversichtlich. Und wir erzählen von dem, was miteinander gelingt. Und ich glaube, das liegt auch ein Stück weit an uns, worauf wir fokussieren. Eine Aufgabe, die jetzt in der Pandemie mir wichtig erscheint, ist die, diesen positiven Möglichkeitssinn zu schärfen. Wo wir gefordert sind, dort, wo wir stehen, indem wir die Augen und Ohren und Herzen öffnen, für Menschen in unserer Nähe etwas zu verändern. Die Pandemie hat etwa die stille Not der Einsamkeit sichtbar gemacht und zum Teil auch vergrößert. Das heißt, auf der einen Seite, wir brauchen auch als Gesellschaft so etwas wie einen Pakt gegen die Einsamkeit. Auf der anderen Seite aber heißt es gerade auch jetzt, einander ein gutes Wort zu schenken, ein Lächeln, ein Zeichen der Nähe, der Aufmerksamkeit, an der Tür eines anderen Menschen zu klopfen. Ja, wir müssen manchmal Abstand halten. Aber die Pandemie kann uns auch lehren, wo wir Abstand halten müssen, einander dennoch innerlich nahe zu sein und zu bleiben. Die Pandemie macht, wie Sie richtig sagen, einsam. Armut macht es auch, speziell bei Kindern. Wie kann man armen Kindern, die, wir wissen es alle, Kinder können sehr gemein sein, auch in der Gruppe, in der Schule, im Kindergarten etc. Wie kann man die stärken, damit sie nicht gehänselt werden, weil sie sich einen Klassenausflug nicht leisten können etc.? Wenn man sich die offiziellen Zahlen der Republik ansieht, dann zeigt sich, es sind ungefähr 291.000 Kinder und Jugendliche in Österreich, die als armutsgefährdet oder akut arm gelten. Und ich glaube, da dürfen wir uns damit nicht abfinden. Als Caritas sagen wir auf der einen Seite, Bildung ist ein ganz wesentliches Element zur Armutsvermeidung und Armutsbekämpfung. Wir führen deswegen die Caritas Lerncafés, wir haben eine ganze Reihe von Einrichtungen, wo wir selbst Schulträger, Kindergartenträger sind, etwa auch hier in Oberösterreich. Wir sind überzeugt, die Kindergärten sollten ein ganzes Stück stärker auch noch erste Bildungseinrichtungen sein. Und das ist sozusagen eine Schiene, die uns wichtig vorkommt. Die Caritas Lerncafés etwas sind ein Ausdruck dafür, wo wir Kinder begleiten, eben damit sie das Schuljahr positiv schaffen. Und das gelingt. 95-98% der Kinder, die ein Caritas Lerncafé besuchen, schließen das Schuljahr positiv ab. Und wir haben hunderte Kinder auf den Wartelisten. Wir könnten noch viel mehr solcher Lerncafés führen. Zum anderen ist aber auch klar, wer die Kinderarmut bekämpfen möchte, muss auch bei der Armut der Eltern ansetzen. Und das sind Themen, wo wir auch im Blick nach vorne gefordert sein werden. Das ganze Feld von Wohnen, Heizen, Energie, leistbarer Wohnraum, das Thema der Arbeit und Arbeitslosigkeit oder auch die Frage des Zugangs eben zu den wichtigen sozialen Dienstleistungen wie die Pflege oder die Gesundheit. Ich glaube, da müssen wir genau hinschauen und sagen, wir haben einen gut entwickelten, gut gestalteten Sozialstaat. Der Sozialstaat wirkt, aber braucht es nicht immer wieder auch so etwas wie Verträglichkeitsprüfungen, Aufmerksamkeit? Was tun wir gerade auch im Blick auf Kinder, Jugendliche, damit sie faire Chancen, damit sie gute Perspektiven haben? Ein Kinderlachen steckt an, ein Kinderlachen ist irgendwo auch ein Ausdruck des Glücks. Ist die Freude am Glück des anderen auch ein Schlüssel zum eigenen Glücklichsein? Aus den Gesprächen mit den Freiwilligen habe ich eins ganz oft mitgenommen. Die Freiwilligen berichten, was sie tun, verändert das Leben anderer Menschen. Aber sie erzählen auch, wie sehr es oft das eigene Leben verändert, zum Guten verändert. Viele sagen, sie bekommen selber ganz viel geschenkt, wo sie sich für andere einsetzen. Und ich glaube, es sind Menschen, die spüren ein Stück weit eben, der Schlüssel zum geglückten Leben liegt nicht darin, sich nur um das eigene Glück zu kümmern, sondern sich auch um das Glück
der anderen zu kümmern. Und das hat etwas mit uns als Menschen zu tun. Weil wir Menschen sind, brauchen wir einander. Sind wir auf Beziehung hin ausgerichtet. Wir brauchen einander wesentlich von unserem Wesen her. All das, was wichtig ist, hat keine und keiner von uns sich selbst beigebracht. Schon die Sprache nicht. Wir lernen, was wichtig ist, von anderen. Und auch die Dinge, die im Leben wichtig sind, wie Freundschaft, Beziehung, schenken wir einander. Letztlich ist das Ausdruck davon, dass wir eben einander brauchen. Ohne ein Du wird keiner zum Ich. Eine sehr ambivalente Geschichte ist im Grunde auch, wie Sie angedeutet haben, der Blick zurück, diese glorreichen Zeiten, diese guten Zeiten, die nie wiederkommen. Das ist richtig, das ist wohl wahr. Die Zeiten sind immer andere, wie Sie richtig betont haben. Nichtsdestotrotz kann uns aber der Blick in die Vergangenheit auch sehr viel lehren. Die Caritas feiert in Österreich jetzt ihr 100-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. 1921, das war eine schwierige Zeit, in der die Caritas entstanden ist. Keine Zeit zum Feiern. Aber wenn ich diese 100 Jahre zurückschaue, dann sehe ich, wie viel sich zum Guten entwickelt hat. In Österreich, wie auch in unserem Land Wohlstand und Sicherheit gewachsen sind. Bei allen Herausforderungen. Und da weiß ich, wie viele mitgebaut und mitgeholfen haben, dass es so ist. Das zeigt sich in Europa, in der Sicherheit, in der wir leben. Es zeigt sich weltweit, wenn wir den Hunger wirksam bekämpfen oder die Kindersterblichkeit reduzieren. Diese Erfahrung der Vergangenheit lehrt mich, wir haben den Mut, die Fähigkeit, die Mittel und Möglichkeit, Gegenwart und Zukunft gut zu gestalten, wenn wir das wollen. Und jede kann hier einen Beitrag leisten. Also ja, die Zeit, die vergangen ist, gleich welche wir als glorreich gespeichert haben, sie kehrt nicht wieder, aber die Vergangenheit sagt uns, wir können Krise als Hilfsorganisation und als Gesellschaft. Und wir haben die Chance, auch aus dieser Krise, so wie wir es in der Vergangenheit immer wieder getan haben, gestärkt hervorzugehen. Das macht mich letztlich sehr, sehr zuversichtlich. Auch wenn mir, wie wahrscheinlich den allermeisten von uns, Corona schon gehörig auf die Nerven geht. Herr Dr. Landau, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen und alles Gute. Danke.